Hallo Leute, mein Name ist HotzST und willkommen zurück zu Warptorio, meiner Factorio-Serie, wo wir hier wieder mal auf einem neuen Planeten sind. Wir werden sehen, was dieser für uns bereithält. Wasser ist angeschlossen. Wir haben hier drüben einige Eisen, Kupfer und da oben Kohlefelder. Was ich aus der Meldung hier entnehme, es gibt genügend Ressourcen, aber anscheinend fehlt irgendwas. Einen Turm für die Verteidigung. Ja, auch. Und dann machen wir hier noch ein solches Setup im Turm. Und das war's dann auch schon fürs Erste. Haben wir hier noch genügend drin? Ja, ich gehe mal auf Erkundungstour. Und dann werden wir sehen. Hier haben wir Öl. Nehme ich doch gleich mit. Das kommt in unsere Base. Hier den Teleporter. Das muss hier ran. Tunnel. Untergrund Strom. Wunderbar. Und in ein paar Folgen haben wir dann genügend Öl, um da auch effektiv was aufbauen zu können. Und es sieht ein bisschen danach aus, als ob diese Welt auch reichhaltig an Aliens ist. Die Nester stören mich nicht so sehr. Eigentlich mehr die Würmer, die den ganzen Prozess etwas verhindern. Aber ich denke, wir haben hier ja inzwischen ein Pattern, das ziemlich gut funktioniert. Und es sieht so aus, als gäbe es hier auf dieser Welt einige Nester. Nun, ich konnte einen guten Teil der Alien-Nester rund um unsere Basis zerstören. Aber mir ist doch tatsächlich die Munition ausgegangen. Und wie ihr seht, hier in der Basis alles vollgelaufen. Das heißt, da geht natürlich nichts vorwärts.
Aber wir sind ja zurück. Ja, alles reinlegen. Ja, rote Fläschchen nachlegen. Stahl. Hier rein. Eisen da rein. Das und dann nehme ich mir mal noch 200 Stangen Munition mit. Und wir sehen könnt, ich war hier unten, ich war da drüben, aber diese Ecke fehlt uns noch. Und wahrscheinlich sollten wir da auch ein bisschen weiter raus, wenn ich so die Verschmutzung anschaue. Es sieht fast so aus, als hätten wir so einen inneren Ring an Alien-Nestern gehabt, der ungefähr da aufhört, wo jetzt unsere Pollution aufhört. Und dann im ganzen äußeren Bereich, den ich hier mal aufgedeckt habe, da zeigt sich nichts, kein einziges Aliennest. Und unser Lager hier ist voll. Das heißt, ich kann grundsätzlich schon mal mit dem hier anfangen. Mach das mal zwei darunter und wir machen das hier. Sprich hier, dann wäre dieser Eingang dann für Wasser, was natürlich nicht funktioniert. Machen das besser so. Können wir nämlich das direkt so anschließen. Dann Wasser, wenn wir es brauchen. Ein paar mehr Untergrund. So. Und dann haben wir schon mal erste Verarbeitung. Was wir dann brauchen, ist Kunststoff, aber auch ein bisschen Schwefel. Machen wir das hier hin. Wie machen wir das? Und dann brauchen wir ein paar normale Rohre. Hier. Und das legen wir mal hier in eine Kiste, denn das müssen wir dann weiterverarbeiten in Schwefelsäure. Und wir brauchen den Schwefel auch sonst noch.
Okay, da von unten kommt doch noch was. Das müsste ja fast von irgendwo hier kommen. Da ist mir die Kohle ausgegangen. Und ich habe auch nichts mehr in der Tasche. Mal hier oben holen. Das wird nicht weit reichen. Aber ich lege jetzt einfach mal hier nach. Da. Da. Und dann kümmere ich mich erstmal Aliens da unten. Mal sehen, wo die herkommen. Vielleicht auch ein neues Nest. Okay, mehr Waffenschaden, das ist gut. Jetzt, wo wir aber Petroleum haben, können wir auch Kunststoff machen. Das verbindet hier. Und da haben wir mehr Nester. Nun, die Bereinigung da unten, die war etwas, wie soll ich sagen, munitionsintensiv. Aber ich denke, es hat sich dennoch gelohnt. Haben jetzt hier aufgeräumt, da waren doch noch ein paar Nester. Hier weiter draußen ist noch eins, aber ich denke, in den verbleibenden Minuten sollte uns das nicht allzu groß stören. So, Kunststoffforschung ist fertig geworden. Für Kunststoff selber brauchen wir Kohle. Und mit der ganzen Rohölproduktion verbrauchen wir mehr Energie, als wir derzeit Kohle produzieren. Darum denke ich mir, vielleicht ein paar Solarpaneele, die könnten uns aushelfen. Denn wenn wir hier mal den Strom uns anschauen. Die Akkuladung geht zurück und hier sind wir voll ausgelastet. Sollte jetzt etwas besser werden, da wir die keine Fläschchen mehr produzieren. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn wir hier noch voll durchproduzieren, dann sieht es düster aus mit unserer Stromversorgung. Es wird an der Zeit, hier zusammenzupacken. Knapp 2 Minuten Zeit für alles und wir haben dann ja noch den Außenposten. Und auf dem nächsten Planeten, da muss ich wirklich mal schauen, dass wir eine bessere Kohleversorgung hinbekommen, eine bessere Versorgung mit Strom.
so dass wir hier nicht immer so am Limit laufen. Wasserleitung ein und dann sind wir fertig mit diesem Planeten. Sind wieder etwas kürzere Folgen, aber ich bleibe ja 50 Minuten auf dem Planeten. Das ist mehr als doppelt so lang als die initiale, also in den anfänglichen, in den ersten Folgen dieser Serie. Und wir bringen doch einiges erledigt. Wir haben die ganze Raffinerie hier aufgebaut. Wir haben etwas Flüssiggas produziert. Das sieht gut aus für nächstes Mal. Also bis dann und tschüss.